Ein energetisches Wochenende, das wir jetzt hier gerade hatten oder haben, je nachdem, wann du dieses Video siehst, ne? Also mit unserem Neumond, mit chinesisch Neujahr, mit 10 Portaltagen am Stück. Also, oh, wow, ich sage ja immer so gerne, ne? Wer jetzt nichts merkt, ist, glaube ich, tot. Schreib doch mal rein, wie du diese krasse Zeit hier gerade erlebt hast. Ob es was mit dir gemacht hat, ob es irgendein Thema hochgeholt hat, wie es dir ging, emotional, gerade die letzten Tage. Und dann lass uns doch mal schauen, was die Karten uns für die neue Woche sagen wollen. Ich gucke erstmal allgemein rein und dann am Ende nochmal die einzelnen Sternzeichen, eine schnelle Botschaft. Wir haben jetzt hier die Woche vom 12. bis 18. Februar. Und es geht um, ja, Verbundenheit, kann man sagen. Verbundenheit mit anderen Menschen, Verbundenheit natürlich auch mit sich selbst, vielleicht auch mal wieder Kontakt aufnehmen zu jemandem, mit dem man schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Ich persönlich treffe mich in der nächsten Woche extrem viel mit Freundinnen. Also ich glaube, 1, 2, 3, 4 Tage sind Treffen mit Freundinnen, die ich lange nicht gesehen habe. Also ja, bei mir passt das schon mal. Aber guck mal, was es bei dir sein könnte. Vielleicht auch irgendwo nachhaken, nachfragen. Wir gucken mal rein, was das Tarot uns dazu noch mal genauer sagen möchte. Aber es geht definitiv um Verbundenheit. Könnte auch sein, wenn du damit liebäugelst, vielleicht irgendeinen Social-Media-Kanal zu starten, einen Podcast zu starten, ne, deine Botschaft in die Verbundenheit mit anderen Menschen zu bringen. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir denn hier zum Thema Verbundenheit? Was sollen denn die Zuschauer hier wissen? Okay, wir haben den Turm und die 9 der Kelche. Also, naja, unser altbekanntes Thema, das wir ja auch in der Neumondphase mit hatten und eigentlich auch schon seit ein paar Wochen, wenn nicht gar Monaten mit uns rumschleppen, dieses Thema von die absolute freudvolle Erfüllung habe ich mit wem? Schrägstrich mit wem halt nicht mehr. Und hier auch zu merken, ich brauche mich nicht weiter bemühen, etwas aufrecht zu erhalten, was nicht mehr passt, was einfach nicht mehr stimmig ist, weil es raubt uns ja allen Energie. Es ist für alle nicht mehr das, was es mal war. Und da vielleicht wirklich zu sagen, ich ziehe da jetzt einen Schlussstrich, damit ich und auch die andere Person oder die anderen beteiligten Personen ihre Erfüllung, ihre Freude, ihre Inspiration ja auch wieder finden können, nämlich woanders. Ich finde es übrigens so schön, wie ähnlich sich diese Karten sind vom Aufbau her mit diesen Verbindungen, ne? Dass man hier diese Verbindungslinien hat, was wir hier auch haben. Also, dass wir hier auch auf der richtigen Fährte sind. Ich mag das ja immer, wenn die sich verabreden, die Karten. Und wir haben hier auch noch mal die 3 der Schwerter, was mal gepasst hat. So schön hier dargestellt mit dieser Herzform von beiden Flamingos. Aber die 3 der Schwerter sagt halt auch, na ja, nur weil es mal gepasst hat, nur weil wir uns mal was versprochen haben, heißt nicht, dass man das jetzt bis, naja, von der Wiege bis zur Bahre mittragen muss. Und manchmal, ja, macht man das ja schon so im Kindesalter. Wir sind die besten Freunde bis ans Ende unseres Lebens. Und dann steht da dieser kindlich dahingesprochene Schwur im Raum und es fällt dann schwer loszulassen, statt zu sagen, naja, okay, ich entbinde dich, aber auch mich von diesem Schwur, um weiterziehen zu können. Und schau mal, wo in deinem Leben, ob das im Freundeskreis ist, ob das ja vielleicht auch eine Partnerschaft ist, vielleicht eine berufliche Partnerschaft ist, vielleicht nochmal auch irgendein Glaubenssatz ist. Aber ich habe eher das Gefühl, hier geht es wirklich darum, sich zu lösen zwischenmenschlich, weil etwas einfach nicht mehr passt. Es sah vielleicht mal toll aus, es war vielleicht auch mal ganz toll. Aber die wahre Erfüllung liegt da nicht mehr. Und hier an dieser Kartenposition, ich habe hier beim Mischen gefragt, was steht dieser Trennung entgegen? Weil, ne, dass hier kein Glück mehr zu holen ist, ist klar. Dass das Glück woanders liegt, für alle Beteiligten, ist auch klar. Aber was spricht denn dagegen? Warum ist es denn so schwer, da loszulassen? Und das ist halt dieses Gelübde, das wie festgetackert verbindet.
Und wie gesagt, ob das jetzt so was naiv dahingesprochenes ist, wie wir sind die besten Freunde bis ans Ende unserer Tage, oder ob es ein Eheversprechen ist oder ein gemeinsamer Vertrag, den man unterschrieben hat, für den man sich verpflichtet hat und gemeinsam angetreten ist. Auch hier, nur weil es mal richtig war, heißt nicht, dass es immer richtig ist. Und das ist jetzt sicherlich eine sehr persönliche Legung, die vielleicht auch, naja gut, in unterschiedlichsten Lebensbereichen ja geschaut werden kann, aber wo ich schon das Gefühl habe, die trifft jetzt vielleicht eher auf weniger Zuschauer zu, sondern soll irgendeine Person ganz speziell erreichen. Also wenn es dich in dieser Woche nicht abholen sollte, wundere dich nicht. Oh mein Gott, wir haben die 4 der Stäbe. Also offensichtlich geht es hier wirklich um eine, ja, ich würde fast sagen, eine Ehe, die zu Ende geht. Wie gesagt, kann auch eine berufliche Ehe sein, ja, aber irgendwas Vertragliches. Wir haben was nochmal bestätigt, dieser Schwur, der geleistet wurde, diese Unterschrift, die getätigt wurde. Und wo man sagt, ja, okay, aber es gibt eben Zeremonien, die Dinge verbinden, und es gibt eben auch Zeremonien, die Dinge trennen. Und ich sage das hier nicht leichtfertig, aber was soll ich machen? Die Karten liegen halt so. Und die liegen ja auch sehr, sehr eindeutig und wiederholen sich ja auch. Und offensichtlich, ich habe hier die Weltkarte über Kopf, ist es ja auch kein Ende, das man leichtfertig trifft, sondern es ist ein Ende, das überfällig ist, das dran ist, das man vielleicht schon herausgezögert hat, wo man noch versucht und versucht und versucht hat und sagt, naja, wie viele Versuche denn noch? Ich muss sie hier abdecken, weil sie hat hier Nippelalarm. Wie viele Versuche denn noch? Es funktioniert einfach nicht und es wird auch nicht besser werden. Und wir haben den Ritter der Münzen und wir haben die Hohepriesterin. Tief in dir weißt du das auch. Und lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, kann man hier sagen. Du weißt, dass es richtig ist und du weißt, dass du diese Entscheidung nicht mehr vor dir her schieben solltest. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt gleich in dieser Woche, weiß ich nicht, zum Scheidungsanwalt rennt oder seinen Job hinschmeißt oder was auch immer macht. Aber zumindest in die Vorbereitung des Ganzen geht, in die Planung des Ganzen geht, um ja, irgendeinen Schwur, den man geleistet hat. Es kann auch sonst ein Schwur sein. Ja, ich kümmere mich um, weiß ich nicht, eine Ausbilderin von mir hatte das mal erzählt. Ihre Freundin lag im Sterben und hatte sie ans Sterbebett gerufen und hat zu ihr gesagt, wenn ich nicht mehr bin, dann kümmere dich bitte um meine Familie, um den Mann und die Kinder. Und meine Freundin hat diesen, ist ja meine Freundin, meine Ausbilderin, irgendwann ist man ja befreundet, ne? Aber eine meiner Ausbilderinnen hat dann gesagt, du darfst niemals solchen Schwur geben. Du darfst niemals auf dem Sterbebett irgendwie so einen Schwur geben, weil du bist an diesen Schwur gebunden, auf den Tod. Also da kommst du halt ganz schwer energetisch wieder raus. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen hier auch irgendwie so eine Loyalitätsgeschichte, die hier mit reinspielt, so ein Loyalitätsschwur, wo du eben noch mal in eine Art Ritual gehen kannst, gerade jetzt, wo wir noch mal mit chinesisch Neujahr, also wir haben dieses Jahr irgendwie so ganz viele Neujahrsmomente, da auch noch mal dieses Alte hinter dir lassen kannst und mit einem neuen Ritual ins Neue reingehen kannst und sagst, ich befreie mich selbst von diesem Schwur, ich entbinde mich von diesem Schwur, der sich im Moment X aus den unterschiedlichsten Gründen richtig angefühlt hat, es jetzt aber nicht mehr ist. Und so wie du einen Handyvertrag wechselst oder eine Wohnung kündigst, in eine neue Wohnung gehst oder was auch immer, kannst du dich von sämtlichen Schwüren offiziell befreien. Es braucht aber eben dieses Offizielle. Und genauso wie du einen Handyvertrag kündigen würdest, um einen neuen abzuschließen, so kannst du auch deine alten Schwüre aufkündigen. Schreib dir selber ein Kündigungsschreiben für diesen alten Schwur, damit du da befreit nach vorne gehen kannst. Ja. Okay. Was haben wir hier noch als inspirative Botschaft, bevor wir in die einzelnen Sternzeichen reingucken? Everything is going to be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Alles wird am Ende okay sein. Wenn es nicht okay ist, ist es noch nicht das Ende. Yep. Was für eine Botschaft. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Okay. Gucken wir mal in die einzelnen Sternzeichen rein.
Was haben wir denn hier für die einzelnen Sternzeichen? Übrigens, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute benutze, die findest du natürlich wie immer in der Infobox aufgelistet. Und der Wassermann kriegt ja auch seinen Vollmond in Wassermann und verstell dich nicht, sei echt. Setz keine Fassade auf, setz keine Maske auf, tu nicht so, als würde dich irgendwas nicht wirklich verletzen. Wenn es dich verletzt, dann sprich drüber, tu nicht so, als wäre alles in Ordnung, wenn nichts in Ordnung ist. Aber tu auch nicht so, als würdest du irgendeiner Meinung zustimmen, nur um nicht anzuecken oder sowas. Also in sämtlichen Richtungen sei echt, sei offen, sei du, sei verletzlich in dieser Woche. Die Fische. Was haben wir für die Fische in der neuen Woche? Hoppala. Die Fische dürfen sich ein bisschen um Balance kümmern. Balance kann jetzt ja, in alle Richtungen gehen. Work-Life-Balance, ja, gute Aufteilung zwischen Arbeits- und Freizeit, aber auch Balance in dem, was du zu dir nimmst. Ein bisschen von allem ist natürlich in Ordnung, aber guck mal, dass du irgendetwas nicht übertreibst. Vielleicht ist es auch in der Zeit, irgendwie mal deinem Körper irgendwas Gutes zu tun, eine Leberentgiftung, eine. Was macht man noch? Darmkur oder sowas, ne? Da kann man ja alles Mögliche machen. Freundin und ich haben jetzt angefangen, Freitagabends immer den Self-Care Friday einzuläuten und machen immer zusammen Gesichtsmasken, Peeling und Gesichtsmaske und schicken uns immer Fotos als Beweis, dass wir es wirklich gemacht haben. Aber guck auch, was du hier oben so reinlässt an negativen Nachrichten und Gesprächen, dass du da auch ein bisschen achtsam bist und denkst, also wenn irgendwas in deinem Leben komisch läuft, frag dich mal, was du vorher für Gespräche geführt hast und in welche Energie dich das versetzt und wundere dich denn nicht, wenn es auf andere Lebensbereiche mit überschwappt. Ne? Der Widder in der neuen Woche. Was haben wir für den Widder in der neuen Woche? Voilà. Zeit für Selbstliebe. Jetzt haben wir auch die Valentinswoche und wir vergessen immer, dass die wichtigste Beziehung die ist, die wir zu uns selbst haben. Also tu dir selbst was Gutes, gönn dir etwas, lade dich selbst zum Essen ein, mach dir selbst ein Valentinsgeschenk, kauf dir Blumen, kauf dir Pralinen, was auch immer du magst, ein gutes Buch. Und je mehr du dich selbst liebst, umso mehr kannst du natürlich auch von anderen geliebt werden. Der Stier in der neuen Woche darf auch mal so ein bisschen ähnlich wie der Fisch auf seinen Kopf achten. Welche Gedanken, gerade belastende, denkst du, wo machst du dir vielleicht Sorgen und wisse, brauchst du im Grunde nicht, denn du bist ja immer beschützt. Und guck mal auch, dass wenn du gerade in irgendwelchen Gedankengängen feststeckst, dass du auch nochmal in eine andere Perspektive gehst, dass du mit Abstand auf eine Situation draufschaust, weil es dann doch nochmal anders aussieht, wenn man von außen draufschaut, als wenn man mittendrin steckt. Und Zwillinge in der neuen Woche dürfen sich um die Details kümmern. Ja, manchmal ist es ja Zeit, im Groben unterwegs zu sein, grobe Pläne zu machen. Die Zwillinge dürfen sich jetzt mal um die Details kümmern, auch wenn es vielleicht um Verträge geht. Ja, dann die Details in Verträgen lesen, aber auch, ne, generell einfach auf Kleinigkeiten mehr achten als auf die großen Dinge. Der Krebs. Was haben wir für den Krebs in der neuen Woche? Moment. Oh. Ich bin unter das Sofa gerutscht. Setz dich mit deinen Gefühlen auseinander, lieber Krebs, statt deine Gefühle runterzuschlucken, unter den Teppich zu kehren oder auch später vertagen zu wollen, sondern räume dir und deinen Gefühlen Zeit ein, fühle, was es zu fühlen gibt. Und fühle auch, wo es herkommt und worum es wirklich geht. Der Löwe darf mal so eine Status Quo-Abfrage machen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Da, wo ich stehe und jetzt den nächsten Schritt setze, führt mich das dahin, wo ich hin möchte oder nicht? Also überprüf mal im Grunde alles. Um dann eventuell eine Kurskorrektur vorzunehmen oder zu sagen, nö, hast du alles? Ich gehe mutig, forschen Schrittes voran und weiter. Die Jungfrau, was haben wir für die Jungfrau in der neuen Woche? Die darf ihre Ängste auch mal loslassen.
Also irgendetwas, was dir Sorge macht, was dir Unbehagen bereitet. Lass das gehen. Ja, war das nicht, wer hat denn das gesagt? War das Ernest Hemingway? Mark Twain? Irgendein Autor hat auch gesagt, die meisten Sorgen, die ich mir gemacht habe, sind eh nie eingetreten. Also ich durchlebe Horrorszenarien, die ich nie hatte, weil ich sie vorher schon so oft durchgangen bin. Also hör auf dir, um alles Sorgen zu machen. Also Sorgen machen kannst du dir, wenn eine Situation so weit ist. Die Chancen, dass dir mal daherkommt, sind relativ gering. Die Waage. Was haben wir für die Waage? Die Waage darf ein paar Dinge ein bisschen besser durchdenken. Jetzt ist die Waage ja eh jemand, der länger braucht, um abzuwägen. Aber hier geht es weniger ums Abwägen, sondern mehr um wirklich Sachen bis zu Ende zu denken und gut zu durchdenken, statt, ja, wie sage ich denn das? Genervt zu sein vom eigenen Durchdenken, dass man sagt, ach Scheiße, ich mach's jetzt oder ich mach's jetzt einfach nicht, weil mich nervt das Durchdenken, ich will das jetzt gerade nicht mehr. Aber in manchen Momenten ist es dann doch gut, alles zu durchdenken und das wäre so ein Moment, liebe Waage. Okay. Der Skorpion in der neuen Woche darf sich mal selbst auf die Schulter klopfen und stolz auf sich selbst sein. So oft erreichen wir großartige Sachen. Und nehmen uns gar nicht die Zeit, uns dafür zu feiern. Uns zu feiern, dass wir dran geblieben sind. Uns zu feiern, dass wir in der Vergangenheit irgendeine Entscheidung getroffen haben, die uns jetzt dahin geführt hat. Uns zu feiern für unseren Mut. Uns zu feiern für unsere Disziplin. Uns auch zu feiern für alles, was nicht klappt. Aber zu feiern im Sinne von, aber ich habe es probiert. Es hat nicht geklappt, weil ich es probiert habe. Wenn ich es nicht probiert hätte, hätte es auch nicht geklappt. Aber zumindest habe ich es probiert. Also sei stolz auf dich, lieber Skorpion. Der Schütze. Was haben wir für den Schützen? Der darf auch so ein bisschen mehr auf die Details gerade achten. Achte auf die Details, damit große Dinge passieren können. Und hier geht es auch darum, diszipliniert dran zu bleiben, Dinge diszipliniert voranzutreiben. Auch wenn du sagst, na, ich habe gerade keine Lust, ich habe keine Motivation, die brauchen wir nicht. Wir können trotzdem diszipliniert Dinge tun, ob wir da Lust drauf haben oder nicht. Aber manchmal brauchen wir keine Motivation, wir brauchen nur Disziplin und wisse auch, das wird sich für dich auf jeden Fall auszahlen. Und der Steinbock, da haben wir ihn schon. Der Steinbock darf zum einen mal eine Etage tiefer schauen, ja, so ein bisschen Eisbergtheorie-mäßig. Das, was auf den ersten Blick so und so erscheint, ist nicht immer das, wie es wirklich ist. Also guck da noch mal ein bisschen genauer hin bei einer Sache. Und wenn du gerade dabei bist, irgendwelche Dinge zu planen, irgendwelche Ideen umzusetzen, achte ein bisschen darauf, wem du was erzählst. Nicht jeder ist da immer so unterstützend dabei. Lass dir deine Pläne und deine Ideen nicht ausreden von jemandem, der selber einfach nicht visionär ist, dich dann dadurch aber ins Zweifeln bringt von einer Sache, die eigentlich toll ist und die du toll findest. Beziehungsweise achte auch darauf, wem du was erzählst, nicht, dass dir jemand deine Idee klaut und dann ist derjenige einfach besser aufgestellt als du und schneller damit draußen mit dieser Idee und ja, heimst dafür die Lorbeeren ein, obwohl es eigentlich deins war. Da darfst du ein bisschen drauf achten in dieser Woche, lieber Steinbock. Okay, ich wünsche uns allen eine wunderschöne Valentinswoche und bis bald, deine Denise.